hier ist Ronja und für dieses Halloween haben wir ein ganz besonderes Special. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht, wie letztes Halloween bzw. letztes Jahr mehrmals sogenanntes Geister-Trolling kam. Und zwar war das, Flo hat mich erschreckt in irgendeinem verlassenen Haus und diese Videos kamen insanely gut bei euch an. Und weil ich ja neulich zu meinem einjährigen YouTube-Jubiläum ein Video gemacht habe, wo ich auf mein allererstes YouTube-Video reagiere, habe ich mir gedacht, wir können das heute mit einem von den Geister-Trollings machen. Und zwar mit dem ersten, was wir je gedreht haben. Und dann kann ich euch ein paar Inside-Informationen geben, wie das damals für mich war und was sich so verändert hat. Okay, ich bin mal gespannt. Ich weiß noch, dass mir damals gesagt wurde, so nach dem Motto, wir wollen das ein bisschen auf gruselig machen und du spielst so ein bisschen, wie du alleine in diesem Parkhaus startest und nach Hause laufen sollst. Das war so das Grundsetting, was ich hatte. Aber ich wusste nicht, was die anderen beiden machen. Es hieß nur so, ja, könnte sein, dass wir dich erschrecken und im Prinzip versuch nach Hause zu finden. Das war meine einzige Sache, die mir gesagt wurde. Ich war auch nicht mit den anderen beiden im Teamspeak und die beiden haben dann irgendwas gemacht und ich war so, okay, ich muss nach Hause finden. Hier ist Ronja und wir machen eine neue Folge Alltag. Und zwar war ich gerade einkaufen und nun begebe ich mich, es ist schon ein bisschen dunkel geworden, begebe ich mich auf dem Weg nach Hause. Es sieht wirklich schön aus abends in der Stadt. Also das muss man ja immer gesagt haben, es ist wirklich schön. Ich bin hier gerade in einem Parkhaus, wir sind einkaufen gewesen und jetzt, ja, im Prinzip, ich weiß nicht, sehe ich als Einzige, dass es ein bisschen laggt. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ja, dann entschuldige ich mich. Aber ich habe scheinbar aus meinen Fehlern gelernt. Falls ihr das Video letztens gesehen habt, wo ich mir mein allererstes Video anschaue, da hat sich ein bisschen was verändert. Falls ihr das übrigens noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das hier oben beim i, genauso natürlich wie das originale Geister-Trolling, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Aber mein Ton ist besser, habe ich das Gefühl. Ich habe meine halbe Hotbar nicht abgeschnitten und ich rede auch irgendwie mit mehr Elan. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wie ich da rede, ich habe auf meinem Monitor gezeigt, aber das seht ihr ja nicht. Wie ich da rede und wie ich jetzt rede, ist nicht wirklich unterschiedlich. Deswegen, fast überbelichtet bin ich trotzdem noch wie sonst was. Aber ich hatte schon einen Greenscreen, den habe ich jetzt im Keller, weil ich zu faul bin, den aufzubauen. Theoretisch habe ich den noch. Also falls ihr wieder Greenscreen-Videos wollt, schreibt mir das in die Kommentare, dann baue ich das Ding auf. Wenn nicht, dann bin ich weiterhin faul. Mäßig. Es ist tatsächlich ein bisschen laggy. Ich glaube, ich bin auf der... Was ist das? Ist das eine... Ist das eine Puppe? Es ist eine Puppe. Was ist denn das? Dude, es ist eine Puppe. Es ist eine Puppe. Ich weiß noch, okay. Fun Fact. Das Ding ist, viele haben in den Kommentaren geschrieben, so nach dem Motto, das ist gestellt. Das ist so fake. Sie erschreckt sich gar nicht wirklich. Wenn ich mich erschrecke, dann erschrecke ich mich wirklich. Aber es ist tatsächlich, ja klar, es ist gestellt. Ich meine, es ist Roleplay im Endeffekt. Ich wundere mich über die Puppe und sowas, so, ja klar, aber ich wusste ja, was passiert. Ich wusste ja, dass sie mich erschrecken. Das ist schon klar. Was tatsächlich dafür gesorgt hat, dass das viele schreiben, ist, dass wir das Video zweimal aufgenommen haben. Aber ich, als YouTube-Anfänger und Dussel, habe beim ersten Mal... Das war so sad, ne? Ich habe beim ersten Mal den Ton nicht mit aufgenommen. Und dann hatte ich das Video und Flo war so, wenn wir halt, er hat ja meinen Teil gekriegt und hat das in sein Video eingebaut, damit er so die Reaktion von mir auf seinen Kram hatte. Und ich war nur so, ja, okay, klar, ich schick's dir. Und dann war er so, ha, irgendwas stimmt da mit dem Ton nicht. Und ich so, was? Und dann war er so, ja, wir haben keinen Ton. Und ich war so, nein, ich habe ohne Ton aufgenommen. Und ich habe mich so geschämt. Vor allem, das war am Anfang, es war schon das, als wir das aufgenommen haben, es war mitten in der Nacht. Und dann mussten wir das nochmal aufnehmen. Einfach, weil ich zu doof war, den Ton zu machen. Das hat mir so leid getan. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich hatte so ein schrecklich schlechtes Gewissen, weil es allein schon ewig gedauert hat, bis wir anfangen konnten, weil irgendwas da verbuggt war, glaube ich. Und dann habe ich den Ton nicht mit aufgenommen. Ich habe mich so geschämt. Das war, oh, das war schrecklich. Laufen wir jetzt hier lang. Ich bin immer noch sehr irritiert von dieser Puppe, aber also da okay, irgendwie passiert nichts. Da habe ich mich auch einfach gewundert, warum die nichts machen. So, es hieß doch, die erschrecken mich ja gar nicht. Ich glaube, wir spielen mal ein bisschen vor. Straßenlaternen. Also sehe ich wenigstens ein bisschen was. Okay, die Musik ist weg. Ist nach wie vor nichts passiert. Ich bin immer noch bei der Puppe. Ja, ob da irgendwas... So, ich hänge mich an dieser Puppe auf, weil nichts passiert und ich langsam panisch werde. Ob da irgendwas faulig ist. Alter! Das sieht man, dass ich doch selber geschnitten habe. Die Schwarzblende. Wow. Da habe ich mich aber nicht wirklich erschreckt. Das war mehr so ein schnelles Einatmen, ne? Das ist normal. Ich renne jetzt hier einfach weg.
Das wird mir hier auch zu blöd. Ich renne da jetzt weg. Das ist die Brücke, über die ich gehen will. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur noch geradeaus. Das wurde mir am Anfang auch gesagt, weil ich ja keinen Orientierungssinn habe. Und dann war ich so, Leute, ich komme von dem Parkhaus nicht zu meiner Wohnung. Ob ihr mich erschreckt oder nicht, ich finde den Weg nicht. Und Topf so die ganze Zeit nur so, du gehst raus, dann rechts, dann ist da eine Brücke. Du gehst über die Brücke geradeaus, dann bist du bei unserer Wohnung. Weil das ja auf der Alltag-Map war. Ja, ich habe mich so... Ich muss einfach nur geradeaus. Was war denn das okay. gerade? Honestly, ich habe mich so erschreckt gerade. Da habe ich mich auch ehrlich erschreckt. Also das war ein ehrlicher Schreck. Das war ein ehrlicher Schreck. Einfach dadurch, dass es auf einmal kam. Ne, da. Wo kam denn das her? So, das ist nicht gestellt, okay? Ich kann es euch versichern. Ich weiß, es glauben viele. Aber wenn ich mich erschrecke... Also, ich saß da... Dann habe ich mich wirklich erschreckt. Ja, aber... Was ist denn das? Wir fallen... Da war ich dann auch aus der Rolle raus, weil ich so... Ich saß da. Nee, warte, ich stand da. Eiern runter können... Können Fledermäuse in Minecraft Eier legen? Da wurde ich mit Schneebällen abgeworfen. So, ja. Also, kann ja sagen. Können Fledermäuse in Minecraft Eier legen? Ich meine, abgesehen davon, dass Fledermäuse nie Eier legen, warum sollten sie es in Minecraft können? Und warum sollte, wenn ich von irgendwas abgeworfen werde, warum sollten das die Eier von Fledermäusen sein, die auf mich runterfallen? Was zur Hölle? Vergangenheitsronja, was soll das? Ich mache mich auf den Weg, ja? Ich bin auf dem direkten Weg nach Hause. So, hier ist dann nämlich auch das Parkhaus. Da war ich frustriert. Weil da war ich schon wieder am Parkhaus. Seht ihr den Blick? Ich bin genervt. Weil ich schon wieder am Parkhaus bin. Ich dachte, ich bin weit. Ich dachte, ich bin über die Brücke weg. Aber ich bin aus Versehen wieder zurückgelaufen. Weil ich da irgendwie rumgeeiert bin und nicht über die Brücke bin. Ich dachte aber, ich wäre über die Brücke. Glaube ich. War ich aber nicht. Gerannt. Da hinten ist... Da fällt es mir jetzt auf. Die Puppe. So, wir sind wieder am Anfang. Gute Arbeit, Ronja. Orientierungssinn. Der Weg zum Ziel. Hier kommt Musik. Da versuche ich mich dann auch an das zu erinnern, was mir am Anfang vor der Aufnahme gesagt wurde. So nach dem Motto, okay, du gehst da lang und dann über die Brücke. Ist okay. Ich bin falsch gelaufen. Versuchen wir es nochmal. Bin wieder am Start. Wir versuchen es einfach nochmal. Blut der Farbe. Gutes 50-50. Wir folgen der Farbe. Wir folgen dem Blut. Hier ist keine weitere Farbe. Oh doch, hier ist noch mehr. Okay, warte, wir folgen der Farbe. Das war dann schon der verzweifelte Versuch von den anderen beiden, mich wieder zur Brücke zu lotsen, weil die gedacht haben, also ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben müssen, ne? Aber die waren bestimmt so, Alter, die läuft gerade schon wieder zurück. Was soll denn der Quatsch? Wir wollen die Folge auch irgendwann mal, ne, ins Laufen bringen. Und jetzt läuft die blöde schon wieder einfach zurück zu Parkhaus. Das war nicht die Aufgabe. Ich war es einen Job. Und das ist Lauf von Parkhaus Richtung Wohnung. Deswegen wurde mir da hier mit roter Farbe einen Weg geleitet, damit ich dem folgen kann. Da habe ich mich, glaube ich, nicht so sehr erschreckt. Ich glaube, das habe ich gesehen, bevor das Geräusch kam. Sonst hätte ich geschrien. Wenn ich erst das Geräusch gehört hätte und das dann gesehen hätte, dann hätte ich mich erschreckt. Aber ich glaube, da habe ich es gesehen und dann konnte mein Kopf das noch rechtzeitig verarbeiten. Was soll denn das sein? Da wusste ich auch nicht, was das ist. Ich dachte, das Erschreckende ist die Box. Nein! Wir schwimmen ein bisschen nach vor. Immer über die Leute auf, die dann denken, oh, ich bleib eine Weile da stehen und guck mir an, was da los ist. Nein! Da bin ich sehr wütend. Da bin ich, ich weiß nicht, da ist, glaube ich, gerade irgendwas passiert. Da bin ich nämlich geladen. Ich habe hier keine Lust zu sterben, okay? Das muss nicht sein. Okay. Ja, ist schon wieder... Die Musik ist beruhigend. Ich weiß nicht, ob die Musik mich beruhigen oder verängstigen soll. Ich erschrecke mich mittlerweile selbst vom Schatten von den Fledermäusen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht mehr feierlich hier. So, bin ich... Da kann ich euch ganz ehrlich sagen, da wurde ich langsam irgendwann wirklich so... Ich mag Horrorspiele nicht. Ich mag sie wirklich nicht. Ich habe Angst davor. Ich komme damit nicht klar. Es ist mir zu viel. Ich erschrecke mich da. Wenn ich Angst habe in Spielen, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt, werde ich panisch. Und wenn ich panisch werde, dann rede ich sehr schnell, dann wird meine Stimme so ein bisschen höher. Und dann versuche ich die ganze Zeit zu reden, damit ich meine eigene Stimme höre und nicht mehr die Stille im Spiel. Wisst ihr, was ich meine? Und dann atmen wir kurz durch. Da war ich eher verärgert. So, das war kein Angstmoment. Das war ein Moment von, toll, jetzt bist du hier drinnen gefangen. Kommst immer noch nicht zu deiner doofen Wohnung und das Ganze geht noch. Das läuft noch länger. Ich habe ja gerade erzählt, dass ich das schon mal zweimal aufgenommen habe. Aber logischerweise waren das nicht zweimal identische Jumpscares. Es war kein, ich weiß, wo ich langlaufe und ich weiß, was wann passiert. Ich wusste nach wie vor nicht, was wo passiert. Ich wusste einfach nur, ich werde erschreckt und
halt, es können Geräusche sein, es können Skins sein, es können solche Sachen sein, keine Ahnung, was passieren kann. Und ich als Minecraft-Novize war halt auch so keine Ahnung, was es da gibt. Also man weiß halt nicht, was kommen kann. Deswegen ist es halt schon auf einem Gruseligkeitslevel. Plus, man muss bedenken, ich hatte diesen Nachtsichtmodus nicht. Deswegen war es einfach dunkel. Also ich hatte, keine Ahnung, das ist nicht Blindness, wie nennt man das denn? Es ist einfach dunkel. Man sieht irgendwie nur diese 3 Schritte vor sich und ab und zu wurden dann so Sounds eingeblendet. Das, was ihr im Video hört, ist offensichtlich einfach die Hintergrundmusik, die im Post eingefügt wurde. Aber teilweise gab es auch Spielsounds, die das Ganze dann so ein bisschen gruselig gemacht haben. Aber abgesehen davon hörst du nur deine eigenen Schritte und so ein bisschen den Hall und die Stille. Das hat halt die Atmosphäre nicht unbedingt besser gemacht. Jetzt finde ich es nicht so gruselig, weil ich es mir nur angucke. Aber wenn man das selber spielt, es ist 3 Uhr nachts oder sowas, du sitzt alleine in deinem dunklen Zimmer und guckst auf den Monitor und bist so, okay, was kommt als nächstes? Da war man schon unter Stress, deswegen verstehe ich auch, warum ich hier so ein bisschen. Kurz vorm Apartmentkomplex, ich glaube, hier ist es auch schon, oder? Das sieht aus wie das Gebäude, wo ich wohne. Ich bin. Obwohl, das sieht alles irgendwie ähnlich aus. Ich glaube, ich muss. Ich skeptisch so. Ich habe das Haus gesehen und war so, oh, okay, ich habe es geschafft. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe es geschafft. Aber dann war es nicht unbedingt das Haus. Warte, was ist hier passiert? Oh, warte, daran erinnere ich mich noch. Moment, das möchte ich euch gerne zeigen. Okay, hier bin ich langgelaufen und das war der Apartmentkomplex. Und ich war echt zufrieden damit, aber dann wurde ich irgendwo hingeportet und ich war in diesem blöden Abguss. Und das war, glaube ich, so nachgebaut aus diesem S-Film oder sowas. Und das war cool nachgebaut. Also, das war mit so Chisel im Bett gebaut und sah für meine Verhältnisse insane gut aus Das für ist so eine Art Minecraft. Abschluss. In die Richtung gehe ich nicht. Okay, in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Ich will nicht ins Dunkle. Das heißt, da ist auch ein Ich Einkaufswagen. habe Warum? Angst vor Kanalisation. Wir gehen jetzt hier raus. Komme ich hier raus? Und da konnte ich nicht raus. Ich meine, es kann ja nicht so schwer sein. Ich muss Es hier war schwer, irgendwie. ich kam nicht raus. Ich glaube, es ging nicht. Aber es kann auch an meinem persönlichen Minecraft-Skill gelegen haben. Das So. kann ich, okay? Jedenfalls habe ich mich dann Du irgendwie da kannst das. rausgearbeitet, bin dann, Dann laufen wir geradeaus. Scheinbar kann ich mich jetzt einfach gar nicht mehr bewegen. So, Was das ist war dann auch das? schon eine Weile eben. Ich meine, das ist ja nicht 12 Minuten Aufnahme, sondern 12 Minuten Material, was schon gecuttet wurde. Das heißt, die Aufnahme lief schon so gute halbe Stunde vielleicht. Und ich war ab dem Punkt einfach nur noch so, ich glaube, der Gesichtsausdruck beschreibt es ganz gut. Ich war am Ende. Es war spät und ich wollte einfach nur noch, dass es vorbei ist. Zum Aber es Glück. war nicht vorbei. Ich komm hier nicht vom Fleck, okay? Hier, jetzt, ich komme wieder vom Fleck. Hier ist ein fliegender Kekskrümel. Hier ist da ist ein fliegender Keks, der verteilt. Das hat halt Keks, leider ein bisschen Entschuldigung. geleckt. Ich wollte Da war mein PC auch noch nicht so gut, wie er heute mich jetzt ist. hier nicht falsch ausdrücken. Es ist mir sehr wichtig, dass ihr diese blöden. Und das Ding. Geh weg. Geh weg von mir. So, diese blöden kleinen Puppen. Irgendwie, das fällt mir auf, wenn ich die alten Videos gucke. Wir sollten ja nicht fluchen. So, also ich will auch nicht fluchen und ich versuche darauf zu achten. Und ich glaube, es gibt auch kaum ein Video, wo mir mal irgendwas rausrutscht. Aber am Anfang muss ich mich da voll zusammenreißen. Dann ist es auch so, diese blöden Kekskrümel. Mann! Und ist nur so, okay, Ronja, gut gerettet, gut gerettet. Wo bin ich hier? Okay, Ich perplex glaube, irgendwie. okay. Ich glaube, hier bin ich auf Wenn einem. ich mich recht erinnere, das ist, glaube ich, das, wo ich mich am meisten erschrecke in dem ganzen Video. Und das ist, wo Tops irgendwie als Schwein oder Kuh kommt. Ich weiß nicht, so die ganzen, so Gruselskins, so, ja klar, da habe ich mich teilweise erschreckt, aber ich erinnere mich noch daran, dass der schlimmste Moment einfach war, dass Tops sich so ein blödes Tier als Skin reingemacht hat und dann auf mich zugerannt ist. Und ich habe mich so vor diesem Schwein Moment, erschreckt, oder redest du Kuh, mir was das hoch? auch war. Das Vor allem das Beste ist, ich sehe das Schwein vorher. Und ich bin noch so, da hinten ist ein Schwein, aber vor dem habe ich keine Angst. Und dann erschrecke ich mich vor dem blöden Schwein. Das müsste gleich kommen. hier. Das ist nur ein Farmer. Das ist nur ein Dorfbewohner. Das ist nicht mein Haus. Ich war mir so sicher, dass es das ist. Bitte sag mir nicht, dass ich das rausgecuttet habe. Okay. Ich habe das nicht rausgecuttet, oder? Weil ich weiß, dass es viel geleckt hat und dass ich viele lägende Sachen rauscutten musste. Ich erinnere mich an die Schweinesache noch sehr, sehr genau. Deswegen
weiß ich nicht, ob das meine Erinnerung ist oder ob ich das noch... Ich hoffe, ich habe es nicht rausgecuttet. Jedes Mal, wenn auf mich geschossen wurde, dann kam danach nicht... Hier, das ist mein Haus. Oh mein Gott, das ist mein Haus. Seht ihr die Freude? Seht ihr die Freude? Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich bin so glücklich. Geschafft. Wir sind zu Hause. Leute. Ich war so erleichtert. Der Navigator... Navigator? Nummer 1. Video Editing Skills over 9000. Dayum. Ich war so kurz davor, wo bin ich? Nein! Ich bin wieder bei McDonald's! Ich will nicht wieder bei McDonald's sein! Ich will nach Hause, okay? Ich will einfach. Ich wusste nicht, wie es von McDonald's nach Hause geht. Ich wusste es nicht. Keine Ahnung. Okay, das da hinten was. Oh, oh ja, 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 jetzt kommt's. Der Garant, das war nur ein Schwein. Das heißt. Da! Das war ohne Mist. Da war ich so startled. Ich war so. Keine Ahnung. Dieses. Hier, wo ist er? Gleiche Nacht. Alles ist gut. Ich meine. Das heißt, ein Schwein. Das war irgendwie so ein Villager-Schwein oder so. Ich habe mich da so irre erschreckt. Das gibt's nicht. Das ist pure Panik hier, die hier ist. Naja. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, ob ihr vielleicht nochmal irgendwas Ähnliches wollt. Ich meine, ich nehme zwar nicht mehr mit Flo auf, aber vielleicht lässt sich ja mit irgendjemand anders nochmal so ein Format auf die Beine stellen. Aber ich fand es persönlich eigentlich ganz lustig zu filmen. Wir haben es ja dann auch noch ein zweites Mal gemacht. Und so, es hat, abgesehen davon, dass ich halt schon Angst hatte, hat es schon Spaß gemacht zu filmen und ich glaube, ich hätte Lust auf sowas. Und falls ihr das möchtet, dann, wie gesagt, schreibt einen Kommentar und lasst mich das wissen. Falls ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal oder auch falls ihr nicht neu hier seid und meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne. Und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Halloween. Habt viel Spaß und macht's gut. Bis morgen.